und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin hier heute unterwegs mit einem neuen E-Bike, ein Velo de Ville CEB 900 Premium mit einer 8-Gang L-Fein-Nabenschaltung. Und wie sich dieses Rad so fährt, das erzähle ich euch jetzt. Das Velo de Ville CEB 900 Premium unterscheidet sich hauptsächlich durch den im Rahmenrohr integrierten Akku von den anderen Modellen. Dadurch wird eine optimale Lage des Schwerpunktes erreicht. Denn der Motor und Akku sind praktisch in der Mitte des Rahmens. Der Akku wiegt zwar nur 2,5 Kilo, aber das Rad ist hinten spürbar leichter. Beim Fahren ist dieser Unterschied im Vergleich zu Rädern mit Gepäckträgerakku auch etwas zu spüren. Und wer den Gepäckträger mit Packtaschen beladen will, ist hier auch gut bedient. Allerdings sollte man das zulässige Gesamtgewicht im Auge behalten. Dies liegt laut Hersteller bei 125 Kilo. Für schwerere Personen mit einem Körpergewicht ab 95 Kilo, die oft mit Packtaschen fahren wollen, würde ich eher das CEB 800 Premium mit Gepäckträgerakku und einem zulässigen Gesamtgewicht bis 160 Kilo empfehlen. Dann ist man immer auf der sicheren Seite. Wer nicht vorhat, das Rad gewichtsmäßig ständig an seine Grenzen zu bringen und eher weniger mit viel Gepäck unterwegs ist, der hat in dem CEB 900 Premium ein sehr gut ausgestattetes und wendiges E-Bike gefunden. Denn das Fahren mit diesem Rad macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Gerade in dieser Ausführung mit Bosch Active Plus Mittelmotor und der Shimano L-Fein 8-Gang Nabenschaltung ist das Rad ideal für Genussradler. Der Antrieb bietet genug Unterstützung und ist dabei sehr leise. Die 8 Gänge lassen sich butterweich und komfortabel schalten. Allerdings hat die 8-Gang L-Fein Nabenschaltung keine Rücktrittbremse. Wer unbedingt eine Rücktrittbremse braucht, kann dieses E-Bike natürlich auch mit einer 7-Gang oder 8-Gang Nabenschaltung mit Rücktrittbremse bekommen. Das ist eben der große Vorteil von Velo de Ville Premium Modellen. Die Grundausstattung des CEB 900 Premiums ist noch etwas besser als beim CEB 800 Premium. In der Grundausstattung mit einer 7-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung kostet das Topmodell 3.099 Euro. In der Version mit 8-Gang Shimano L-Fein Nabenschaltung liegt der Preis dann bei 3.299 Euro. Folgende Ausstattung ist bei dem Velo de Ville CEB 900 Premium Grundausstattung. Der Bosch Active Plus Mittelmotor, der mit bis zu 50 Newtonmeter Drehmoment unterstützt. Der im Rahmen integrierte 500 Wattstunden Akku sowie das Intuvia Display und das 4 Ampere Ladegerät. Die Federgabel von RST ist einstellbar und blockierbar. Die Sattelstütze, die hier bei meinem Rad eingebaut ist, gehört nicht zur Grundausstattung. Sie hat einen Aufpreis von 49 Euro. Serienmäßig ist eine Aluminium-Federsattelstütze verbaut. Der Celle Royale Leur City Sattel ist etwa 20 cm breit und passt gut zu der fast aufrechten Sitzposition. Die stabilen Alu-Hohlkammerfelgen sind doppelt geöst und im Hinterrad sind verstärkte Niro-Speichen eingebaut. Im Vorderrad gehört die Shimano T4000 Vorderradnarbe mit Schnellspanner zur Serie. Im Hinterrad ist hier die Shimano 8-Gang L-Fein Nabenschaltung mit Freilauf eingebaut. Sie zeichnet sich durch leichten Lauf und sanfte Gangwechsel aus. Der sehr gute Schwalbe Marathonreifen mit einer 3 mm starken Pannenschutzanlage wird in der Breite von 47 mm verbaut. Der Tour Pro Alu-Gepäckträger mit Federklappe und den tieferen Streben
eignet sich sehr gut für Packtaschen. Auch bei der Beleuchtung wird auf Qualität gesetzt. Der Busch & Müller AVI LED-Scheinwerfer hat 40 Lux Lichtleistung. Wer einen noch helleren Scheinwerfer braucht, kann sogar bis zu 150 Lux Lichtleistung bekommen. Am Gepäckträger ist das neue Busch & Müller Toplight 2C Rücklicht verbaut. Der Alu-Headlenker-Vorbau nennt sich Octopus 50 XL und ist im Winkel verstellbar. Der City Cruiser Lenkerbügel ist auch aus Aluminium und hat eine angenehme, zum Fahrer gekröpfte Form. Standardmäßig sind auch die tollen Ergon GC10 Lenkergriffe verbaut. Für ermüdungsfreies Radfahren fast unverzichtbar. Die kleine Knook-Glocke findet an jedem Lenker Platz, ist hochwertiger als man vielleicht vermuten würde und klingt auch sehr hell. Die Magura HS11 Hydraulikfelgenbremsen sind sicher und sehr haltbar. Ich würde aber bei Rädern ohne Rücktrittbremse die noch besseren Magura HS33 Felgenbremsen empfehlen. Sie sind noch etwas leichter, haben einen Alu-Bremsgriff, sind ca. 5% stärker, haben einen zusätzlichen Brake Booster, der mögliches Quietschen verhindern kann, und der Bremsbelagverschleiß lässt sich ohne Werkzeug ausgleichen. Der Aufpreis dafür liegt bei nur 49 Euro. Der Kettenschützer und die Schutzbleche sind aus Kunststoff und in der Farbe schwarz-matt. Auch hier ist am vorderen Schutzblech ein Schmutzfänger montiert. Direkt am Hinterbau wird ein leicht verstellbarer Hebi-Hinterbauständer verbaut. Der ist sehr haltbar und stabil. Die Pedale sind aus Aluminium und haben ein Industrielager. Für die Sicherheit sorgt das Abus Amparo-Rahmenschloss. Für dieses Schloss kann man übrigens auch noch Einsteckketten oder Kabel bekommen, die sich mit dem Rahmenschloss verbinden lassen. Das Akkuschloss lässt sich mit dem gleichen Schlüssel entriegeln, was natürlich sehr praktisch ist. Wer sich näher für das CEB 900 Premium interessiert, kann ja mal den Velo de Ville Konfigurator ausprobieren. Der Link ist unten in der Beschreibung. Denn man kann aus 10 verschiedenen Schaltungsvarianten wählen und hat auch bei der Ausstattung und der Farbe viele Möglichkeiten. So, jetzt sind wir schon wieder am Ende des Videos angelangt. Viele Grüße und vielen Dank an das Team von AT2Rad, die mir dieses E-Bike zur Verfügung gestellt haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Also viel Spaß beim Radfahren, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald, ciao! Alright.